Das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu gefährlich, hier lang zu laufen und nachzugucken. Dann tut mir das leid. So, dann gehen wir jetzt mal live ein, Minecraft-Wiki. So. Internet ist super schnell gerade. Aber Pfeile waren doch Flint, Feder und Stick, oder nicht? Ja, geil, ey, wie jetzt diese Seite nicht lädt, weil mein Inter sich einfach mal denkt, warum soll ich auch schnell machen? Boah, das regt mich schon wieder tierisch auf. Moment. Flint, Feder, Stick. Das macht ja keinen Sinn. Flint, Feder, Stick. Ah, guck da, brauche ich gar nicht nachgucken. Zack, 61 Pfeile. Da lässt sich mit arbeiten, würde ich sagen. So, dann können wir das Flint auch wieder wegpacken. Dann können wir uns direkt einen Bogen bauen. Der, glaube ich, irgendwie so ging. Jawohl. Haben wir auch direkt einen Bogen. So, dann wird Ausrüstung gebaut. Ein Helm. Eine Buchs. Ein Hemd. Und Schükes. Dann bauen wir uns noch ein Schwert. Zwei Spitzhacken. Genau. So, das sollte reichen. Ja, ich denke, das können wir so lassen. So. Das heißt, das Leder-Klamottenzeug können wir wegschmeißen. Packen wir uns die Eisenrüstung. Ich finde, diese Maske hier sieht verdammt geil aus. So, Schießpulver brauchen wir keins. Fackeln haben wir hoffentlich auch genug. Den Rest können wir uns ja einsammeln. Das heißt, wir hätten so eigentlich alles. So, und dann können wir die Lederkappe und das einfach mal hier reinpacken. Da kommt das Holz rein. Hier kommt das Eisen rein. So, wir haben alles für eine hoffentlich erfolgreiche Expedition in die Weiten von Minecraft. In die unendlichen Weiten von Minecraft. Ich will nämlich unbedingt so, und bevor ich das jetzt mache, falls ich zurückkehren sollte, werde ich mir die Koordinaten aufschreiben. X ist minus 181, Y ist 72 und Z ist 8. Genau. So werde ich mir das aufschreiben. Und jetzt gehen wir. Ich möchte nämlich diesen einen Riss, den wir da mal auf dem Weg hierhin entdeckt haben, unbedingt wiederentdecken und erforschen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo er war, aber ich glaube, er war irgendwo in Küstennähe. Und dann kann ich auch direkt weiterreden. Und zwar, das Thema, was ich hatte, war, sich im Prinzip sein eigenes Programm, in Anführungsstrichen, durch YouTube aufbauen zu können. Sprich, durch YouTube könnt ihr das, was ihr wollt, auch gucken. Und es ist nicht so wie im Fernsehen, dass euch vorgeschrieben wird, in Anführungsstrichen vorgeschrieben wird, also mit so Sachen wie, ja, das ist voll die coole Sendung und muss man unbedingt sehen und so. Ihr könnt euch halt auf YouTube euer eigenes Fernsehprogramm erstellen und das, dafür bin ich YouTube auf jeden Fall sehr dankbar und bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es YouTube gibt, weil wie so Sachen, wie ich darüber gesprochen habe, von dieser neuen Sendung, die angeblich so super toll war, aber dann im Endeffekt halt gar nichts konnte, wird man halt sehr schnell enttäuscht. Und ich habe mir einen absolut falschen Zeitpunkt ausgesucht, um irgendwelche Risse zu suchen. Das gibt's gar nicht. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt
irgendeine Höhle finden, wo ich rein kann. Frage ist nur, wo? Da war das Schneebinom. Und ja, wie gesagt, da wird man dann halt nicht so... Gut, ich war jetzt auch nicht wirklich enttäuscht, dass die Sendung, um die es ging, jetzt Müll war, aber... Naja, wenn man etwas so hoch anpreist und dann sagt, es ist super toll, dann sollte es auch schon wirklich super toll sein, aber das war es halt nicht. Ich meine, der Riss wäre hier irgendwo gewesen, aber ich bin auch ganz ehrlich. Das ist mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu gefährlich, hier lang zu laufen und nachzugucken. Will nicht sterben. So, das ist dann halt wirklich das große Problem dabei, was man dann bei sowas hat. Ich kann nur sagen, also die Sendung, um die es ging, ich habe mir die erste Folge angeguckt, weil ich halt wirklich unbedingt mitreden wollte. Es hätte ja auch sein können, dass es verdammt genial wird. Und deswegen habe ich mir die halt angeguckt. Im Endeffekt muss ich sagen, es hat sich halt nicht gelohnt. Aber so kann man das alles halt mal miterlebt haben. Und da ist eine Spinne hinter mir. Komm her, Bitch. So wie die mich gesehen hat, aber naja. Ja, so viel also zu diesem Thema. Wenn ihr wisst, um welche Sendung es geht, dann könnt ihr das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Leute, die in die Kommentare schreiben, können dafür nicht... Ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich meine, ich habe ja nur meine freie Meinung geäußert. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber man weiß ja nie heutzutage. Also, das halte ich auf jeden Fall davon. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. So, machen wir das mal so, dann kann uns auch nichts passieren. Und dann graben wir uns einfach mal nach unten. Kann ja sein, dass uns hier irgendwas erwartet. Ja, also wie gesagt, so viel zu dem Thema. Wenn ihr wisst, um welche Sendung es ging, schreibt es ruhig mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sie vielleicht auch selber geguckt habt, was ihr davon gehalten habt. Je nachdem, wann diese Folge online kommt, läuft bestimmt auch schon die zweite oder dritte Folge von dieser Sendung. Da kann es ja dann auch sein, dass halt nur die erste Folge mich nicht so wirklich vom Hocker gehauen hat und dass ich mittlerweile eine andere Meinung dazu habe, obwohl ich das eher nicht glaube. Aber wie gesagt, schreibt auch ruhig mal eure Meinung in die Kommentare. Ihr kennt das Thema, ja? Ihr wisst ja, worum es geht. Und da würde mich wirklich mal eure Meinung dazu interessieren. Und auch allgemein eure Meinung zum Thema... erfolgreiche Sachen, die einfach so lange ausgelutscht und ausgesaugt werden, bis die Qualität halt einfach sinkt. Weil meiner Meinung nach ist das halt, wenn etwas erfolgreich ist, dann muss es heutzutage so ausgelutscht werden. Und dann, wenn die Entwickler, Producer und wer auch immer diese Serie dann so verschandelt, dann merken, dass es halt nicht mehr so gut ankommt, wird halt dieses Produkt, was so ausgelutscht wurde, wie so ein nasser Lappen einfach weggeschmissen. Und da würde mich mal auch eure Meinung dazu interessieren und auch vielleicht mit was für Sachen ihr das selber erlebt habt. Vielleicht auch mit Spielereien oder mit Filmen, die ihr gerne gesehen habt und dann einfach gemerkt habt, hey Moment, die haben Erfolg damit gehabt. Der erste Film hat mir super gut gefallen, aber je mehr Filme davon rauskommen, desto bescheidener wird das. Ich könnte jetzt tausende Filme aufsagen, tausende. Tausende, gut, tausende ist übertrieben, ne? Aber ich könnte jetzt auf jeden Fall so einige Filme aufsagen, bei denen das auf jeden Fall zutrifft. Und ja, ich meine, heutzutage, einige Leute mögen jetzt sagen, heutzutage funktioniert das Business halt so, dass erfolgreiche Sachen halt immer weiter ausgelutscht werden und ausgenutzt werden, bis es halt dann gar keinen Sinn mehr macht, weil es sich keiner mehr anguckt. Aber ich finde das trotzdem schade. Ich finde es trotzdem halt, ja, ich würde nicht sagen, dass es eine Schande ist, aber es ist auf jeden Fall nicht okay in meinen Augen. So, ich will ganz kurz gucken, auf welcher Tiefe wir sind. Ja, wir sind noch nicht tief genug. Und ich habe keine Schaufel dabei. Ich vergesse jedes Mal Schaufeln mitzunehmen, wenn ich sowas hier plane.
Und wie gesagt, hier geht gerade auf jeden Fall derbe Monster-Action. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Die sind auf jeden Fall links von mir. Naja. Wollen wir wetten, dass jetzt hier aus dem einen Huhn kommt? Na, okay.